Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr für eure Actionfiguren solche coolen Bases bauen könnt. Wie das geht, seht ihr in diesem neuen Video. Los geht's! Um solche Bases zu bauen, braucht ihr als erstes eine feuerfeste Unterlage. Ich verwende hier eine Glasplatte. Ihr könnt natürlich auch gerne eine Metallplatte, Holzplatte oder ähnliches verwenden. Außerdem braucht ihr eine ofenhärtende Modelliermasse. Ich verwende jetzt diese hier. Ich lege euch unten mal einen Link in die Infobox. Da könnt ihr gucken, was man noch dafür nutzen kann, was also noch geeignet ist. Also eine ofenhärtende Modelliermasse. Dann braucht ihr Holzleim. Ihr braucht diverse Acrylfarben. Ich verwende jetzt hier diese von Rico Design. Dann braucht ihr noch diverse Plastikpflanzen, Sekundenkleber und ein paar Pinsel, um das Ganze zu bemalen. Los geht's mit dem ersten Arbeitsschritt. Im ersten Arbeitsschritt lege ich erstmal die Glasplatte vor mich hin, denn auf der arbeiten wir jetzt die ganze Zeit und auf der wird auch die Modelliermasse dann ausgebacken. Dann nehme ich die Modelliermasse aus der Verpackung raus und ich habe hier verschiedene Farben. Diese knete ich erstmal richtig gut durch. Das hat den Vorteil, dass ich eine große Masse erhalte und zudem wird die Modelliermasse auch schön weich und formbar. Jetzt, nachdem das Ganze gut durchgeknetet ist und schön weich und formbar ist, können wir uns überlegen, wie groß unser eigentliches Base werden soll. Hierfür nehme ich meine Figuren, meinen hier Käfig mit dem Brachiosaurus drinne und meinen Tim Murphy und halte das schon mal Probe. Das passt noch nicht ganz, ich mache das Ganze jetzt hier noch ein Stückchen größer. Das Ganze ist ja eben noch schön formbar und das ist eben der Vorteil von dieser Fimo-Variante. Mir persönlich ist es wichtig, dass man neben der Figur auch noch ein bisschen was von der Landschaft erkennen kann, die ich hier versuche nachzustellen. Daher mache ich das Ganze ein Stückchen größer als die eigentlichen Figuren. So passt das eigentlich ganz gut. Jetzt mache ich weiter mit der Strukturierung von dem Base. Dazu verwende ich zwei verschiedene Steine. Zum einen einen einfachen Kieselstein und zum anderen meine Lieblingsvariante, nämlich diese sogenannten Lavasteine. Und diese Lavasteine haben eine sehr offenporige Struktur. Und diese hinterlassen dann in der Modelliermasse eine sehr natürliche und angenehme Oberflächenstruktur. Und man kann hier auch gut erkennen, dass dadurch auch die lästigen Fingerabdrücke gut entfernt werden. Zunächst gehe ich wirklich über das komplette Base mit dem einen Stein. Und wenn ich dann erstmal die Grundstruktur drin habe, dann nutze ich andere Steine, um da die Strukturen noch etwas zu verfeinern, um noch mehr Abwechslung in das Ganze reinzubringen. Jetzt im nächsten Schritt lege ich die Position für den Käfig bzw. für die Figur fest. Dazu nehme ich einfach den Käfig und drücke den leicht in das Material hinein, so dass die Vertiefungen sich auf dem Base abzeichnen. Genauso gehe ich natürlich bei unserem Tim Murphy vor, nur hier benetze ich die Füße ein wenig mit Wasser, damit die Füße nicht so in dem Material festkleben. Jetzt lege ich noch ein paar Löcher für die Plastikbepflanzung fest. Dazu nehme ich einfach das Modellierwerkzeug und steche da einmal kurz hinein. Ich achte darauf, dass die Pflanzen immer in kleinen Grüppchen stehen und dass das keine gerade Anzahl ist, also meistens 3 oder 5. Hier verwende ich einfach nur die Zahl 3. Das wirkt dann einfach ziemlich natürlich. Wenn ihr dann soweit mit eurem Base zufrieden seid, dann muss das Ganze gebacken werden. Bei meiner preisgünstigen Modelliermasse muss das Ganze bei 130 Grad für etwa 10 bis 15 Minuten im Ofen gebacken werden. Nachdem das Ganze dann abgekühlt ist, dann sollte das hart sein. Bei meiner günstigen Variante, die ich hier verwendet habe, habe ich schon gemerkt, ist das sehr flexibel. Wenn ihr hier den Markenhersteller nimmt, dann sollte das nicht passieren, denn das Endergebnis ist wesentlich härter. Jetzt mache ich weiter mit der farblichen Gestaltung. Hierfür verwende ich die Rico Design Home Acrylic Farben. Die Farben sind relativ gut, nicht so hochwertig wie die von Vallejo, aber für solche großflächigen Anwendungen sind diese durchaus gut geeignet. Bei der Bemalung solltet ihr darauf achten, dass die Farbe ein wenig mit Wasser verdünnt wird. Nach dem Trocknen sollte das Ganze etwa so aussehen. Im nächsten Bemalschritt wird die Grundfarbe mit einer helleren Farbe gemischt und dann trocken gebürstet. Dazu wird die Farbe erstmal miteinander vermixt, hier etwa 1:1, und achtet dabei darauf, dass die Farbe nicht zu krass ist, also nicht zu hell, sonst habt ihr einen zu starken Farbkontrast und das wirkt in meinen Augen
nicht ganz passend zur Actionfigur. Die Technik des Trockenbürstens basiert darauf, dass man den Pinsel in die Farbe hineintaucht. Dann streift man die Farbe, die am Pinsel klebt, soweit an einem Küchenpapier ab und geht damit über das Base drüber. Der Pinsel enthält noch ein wenig Farbe und diese Farbe bleibt dann an den erhöhten Stellen kleben. Damit das Ganze nicht zu eintönig wirkt, nutze ich jetzt hier noch eine grüne Farbe mit einem kleineren Pinsel und tupfe hier und da ein paar grüne Stellen auf. Damit möchte ich ein bisschen Moos und Vegetation andeuten. Damit das Ganze noch abwechslungsreicher aussieht, verwende ich hier ein Citadel Shade, ein Wash. Damit tupfe ich hier und da über ein paar Stellen drüber hinweg, dass das Ganze einfach noch etwas unregelmäßiger aussieht. Während das Wash trocknet, mache ich mir schon mal über die Bepflanzung Gedanken. Dazu habe ich hier solche kleinen Plastikpflanzen mir bei eBay bestellt. Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Außerdem verwende ich hier noch Pflanzen aus dem 1-Euro-Shop. Dabei achte ich immer darauf, dass die Pflanzen möglichst kleine Blätter haben. Ich beginne hier mit den Pflanzen aus dem 1-Euro-Shop. Dadurch, dass die Pflanzen hier ein Massenprodukt sind und immer die gleichen Formen Anwendung finden, schneide ich die Stängel einfach unterschiedlich ab. So habe ich unterschiedliche Höhen und es wirkt wesentlich natürlicher. Die kleinen Pflanzen, die ich bei eBay bestellt habe, die gibt es glücklicherweise in verschiedenen Größen. Ich habe hier eine große und eine etwas kleinere Variante bestellt und diese kombiniere ich auch miteinander. Denn in der Natur ist es häufig so, dass große Pflanzen von kleineren begleitet werden. Entweder sind es Ableger oder diese sind einfach kleiner durch Lichtmangel. Diese kleineren Pflanzen findet man direkt unter der Kategorie Modellbau. Die haben den Vorteil, dass diese einen schönen kleinen Stiel unten dran haben, den man sich einfach auf die passende Länge zurechtschneiden kann. Wenn ihr dann soweit mit eurer Bepflanzung zufrieden seid, dann muss das Ganze natürlich befestigt werden. Ich habe hier die besten Erfahrungen mit Sekundenkleber gesammelt. Einfach einen kleinen Tropfen Sekundenkleber in das Loch rein, die Pflanze reinstecken und dann hält das eigentlich ziemlich gut. Da ich ein ziemlicher Freund von Details bin, möchte ich das Ganze noch weiter detaillieren. Dazu verwende ich einfach statisches Gras. Wo es das gibt, schaut mal unten in der Infobox. Im Gegensatz zu den Plastikpflanzen klebe ich das statische Gras mit Holzleim auf. Dafür verwende ich einfach die Tube, tupfe ein paar Punkte mit dem Leim hier und da, wo ich es eben gerade für richtig halte, auf das Base auf und nehme dann ein bisschen von dem statischen Gras und drücke dieses in den Holzleim hinein. Aber auch das ist in Sachen Details mir noch nicht genug. Deswegen nutze ich hier noch so einen Flock. Dieses wird genauso wie das statische Gras einfach mit ein paar Tropfen Holzleim aufgeklebt. So sieht das Ganze jetzt aus, nachdem wir das Ganze fertig gebaut haben. Also es ist wirklich hübsch geworden. Wir können hier unseren Käfig trotzdem abnehmen, unseren Tim können wir eben abnehmen. Hier nochmal das ganze Base fertig, jetzt im trockenen Zustand. Das ist eben das Schöne an diesen Bases, man kann die Figuren trotzdem draufstellen und sie halten relativ gut hier drauf, eben auch so unsere Haupt-Action-Figur hier, unser Tim. Und man kann dem natürlich auch sein entsprechendes Zubehör in die Hand geben. Und wenn ihr das Ganze jetzt schön ins Regal stellt, dann sieht das super aus. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dinosaurs, Toys und Merchandise. Tschüss!